Hey mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem Frühlings-Make-up. So sieht das Ergebnis aus und wie ihr diesen Look kreieren könnt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Als allererstes benutze ich natürlich einen Primer für die Augen. Ich habe mein Make-up und meine Augenbrauen schon gemacht, aus Zeitgründen auch, und verteile jetzt den Primer auf den Augen. Dann kommen wir auch schon zum Augen-Make-up. Ich benutze hier, wie ihr sehen könnt, aus der Chocolate Bar von Too Faced diese Farbe, wo der Pinsel liegt, zum Verblenden. Und ja, das ist für mich eigentlich die optimalste Verblenderfarbe. Ich liebe sie unglaublich, um einfach erstmal eine Basis zu schaffen. Und die verblende ich jetzt einfach schön überm Auge und das könnt ihr schön großzügig machen und auch schön bis nach oben hin verblenden. Wenn ich damit fertig bin, kommt die Farbe dazu. Ich benutze die Galaxy Chic Palette und zwar die tolle Farbe Komet. Ich liebe dieses Türkis. Ja, und das benutze ich jetzt auf meinem Lid und trage es auch wirklich nur auf meinem beweglichen Lid auf. Das heißt, ich ziehe wirklich eine Kante direkt da oben und gehe nicht weiter. Und ja, das mache ich dann natürlich auch auf dem anderen Auge. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Farbe jetzt noch nicht ganz kräftig und deckend, also ich möchte noch mehr. Deshalb sprühe ich mit dem Pinsel jetzt mit meinem MAC Fixierungsspray an, einfach weil jetzt die Farbe noch viel mehr rauskommt, viel strahlender und auch viel deckender und kräftiger wirkt. Das mache ich natürlich auch auf dem anderen Auge und ihr könnt jetzt schon so den Unterschied sehen. Also die eine Farbe strahlt jetzt viel mehr als die andere. Das könnt ihr aber auch mit ganz normalem Wasser machen, wenn ihr den Pinsel damit ansprüht. Das hat eigentlich fast denselben Effekt. Als nächstes nehme ich jetzt eine hellere Farbe, die ist so weiß-türkis, und damit helle ich meine Innenwinkel auf. Einfach weil das Auge dann offener und ein bisschen strahlender noch wirkt. Als nächstes benutze ich jetzt den Hoola Bronzer und zwar für die Augen. Also ich verwende ihn unglaublich gerne für die Augen. Hier benutze ich ihn jetzt wirklich nur in der Lidfalte, aber vermische ihn nicht mit dem Türkis. Also ich gehe wirklich nur am Rand entlang, damit mal dieser schöne Kontrast entsteht. Und wie ihr sehen könnt, dieser Hoola Bronzer ist einfach die perfekte warme Farbe zu so einem Augen-Make-up. Ich liebe den Hoola Bronzer von Benefit, einfach als Lidschatten verwendet. Und ja, ich denke, man kann einige Sachen auch gerne mal zweckentfremden. Dann ist auch als nächstes schon mein Eyeliner dran. Ich benutze den von Chichi Cosmetics, eine meiner absoluten Lieblingsmarken. Ja, und ziehe eigentlich wie immer meinen Lidstrich. Von innen fange ich immer an und dann immer Step für Step die Linie ausarbeiten. Also ich ziehe die Linie meistens nie in einem durch. Ja, und so entsteht mein Eyeliner. Erst jetzt benutze ich eigentlich wirklich Concealer. Ich benutze von Maybelline den Anti-Age Concealer und verteile ihn großzügig in einem Dreieck unter meinem Auge. Auch die Nase oder den Nasenrücken helle ich auf, einfach um den ein bisschen zu highlighten und nachher noch zum Konturieren vorzubereiten. Auf die Oberlippe und auch aufs Kinn ein bisschen und verblende das alles mit meinem Beauty Blender, weil es das einfach, finde ich, am allerbesten ist, das so sauber einzuarbeiten, gerade wenn man schon ein bisschen Augen-Make-up geschminkt hat. Jetzt, wo der Concealer unter den Augen ist, benutze ich wieder meinen Hoola Bronzer und ja, füge ihn quasi direkt am unteren Augenrand hinzu und verblende das alles ein bisschen und dadurch wird der ganze Look nochmal weicher und offener und das Auge wirkt dann auch viel, viel größer. Und ja, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, ich liebe den Hoola Bronzer als Farbe unter den Augen und generell für die Augen. Also mein Tipp, holt euch diesen Hoola Bronzer nicht nur fürs Bronzen, sondern auch als Lidschatten. Er ist dafür mega. Dann kommen wir auch schon zu den Wimpern. Wie immer als erste Schicht benutze ich meine Colossal Volume von Maybelline. Und auch, ja, ohne die kann ich eigentlich gar nicht, auch wenn ich eine andere benutze. Die muss eigentlich immer als erstes kommen, und weil die für mich einfach meine Wimpern perfekt definiert. Und wenn ich da die fertig habe, benutze ich oben drüber noch die Roller Lash von Benefit. Und ja, die macht einfach mega Wimpern und vergrößert die und verlängert sie nochmal optisch, also wirklich genial. Der einzige Nachteil, den ich da habe, ist, dass sie abfärbt bei mir. Als nächstes dann nochmal der Hoola Bronzer, da ich ihn ja schon auf dem Auge habe, und damit konturiere ich jetzt einfach.
Als Blush benutze ich von NYX den Blush in der Farbe Natural. Es ist wirklich natürliches Pink, aber sieht auch wirklich girly pink aus, finde ich. Und passt sehr, sehr gut zu diesem Look, finde ich. Und nachher auch noch zum Lippenstift, weil der wird nämlich auch pink. Und finde ich eigentlich mega in Kombination mit diesem Helltürkis auf den Augen. Als nächstes highlighte ich, und zwar benutze ich da von MAC den Highlighter in der Farbe Lightscape. Und ja, das ist fast so ein weißer Highlighter, der wirklich perfekt jetzt auch für den Frühling und für Sonne ist. Und den verteile ich auf meinen Wangenknochen und auch nochmal ein bisschen auf der Nase, um die zu highlighten. Und wie gesagt, kommt jetzt der Lippenstift, und zwar ist es ein schönes, gesättigtes Pink, und zwar ist das die Farbe Fruit Punch von den Milani Color Statement Lippenstiften, und ich liebe diese Farbe für den Sommer und für Wärme und Sonne. Es ist die perfekte Farbe, also wenn ihr wirklich so ein schönes, sattes, aber noch sehr natürliches Pink haben wollt, Fruit Punch ist die mega, mega Farbe. Dann benutze ich nochmal die Farbe Frosty Pink, und zwar ist das, wie ihr sehen könnt, wirklich so metallischer Lippenstift mit so einem Frost Finish, und das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Glanz oder so ein Frost Finish, und das highlightet das Ganze nochmal und finde ich wirkt nochmal echt cool. So, das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Also ich finde ihn sehr schön und sehr frische Farben. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.